Ja, ihr seht richtig, heute ist es mal wieder Zeit für ein Premium-Schiff und zwar ein wirklich schönes, die Mikhail Kutusow Tier 8 Kreuzer Premium der Russen. Wie soll es anders sein? Wunderschönes Ding mit seiner Tarnung. Schaut einfach nice aus, tolle Bewaffnung. Da kommt doch Freude auf. Und wir sind ja auch noch Top-Tier, da kommt gleich nochmal mehr Freude auf. Also von dem her. Schauen wir doch mal. Gegnerische Seite hat auch eine Michael Kutusow und eine Lu Yang. Also hier auch schon die neuesten Schiffe am Start. Wobei die Michael ist jetzt nicht mehr so neu. Müssen wir jetzt nicht übertreiben. So, ich werde mich mal Richtung A runter orientieren direkt. Da so ausrichten, dass ich da hinfahre. Und wir sehen natürlich Reichweite knapp unter 16 Kilometern. Wir haben eine Ladung Rauch dabei. Also, das ist doch ganz schnieke. Deswegen gerade Mikhail Kutusow ist dann der Skill sehr wichtig für den Verbrauchsgüter, weil, jetzt lasst mich nichts Falsches sagen, aber dann hat man den zweite Rauchgranate oder zweiten Rauchteppich dabei und das ist ja schon sehr, sehr schnieke. Ja, ich habe zweimal schnieke gesagt, ich weiß auch nicht. Dieses Wort ist eigentlich nicht so mein normaler Jargon. Aber egal. Vielleicht muss man ja auch manche alten Wörter ab und an mal wieder beleben. So, wir laden schon mal AP. Falls dann da gleich sich einer irgendwie aufmachen will und beschossen zu werden. Aber da ist gar nichts aktuell. Ich hoffe mal, also die New Orleans ist spannend, dass die Richtung B fährt. Die Fubuki allerdings sehr sinnig. Ich hoffe mal, Fubuki holt sich eh. Nee, der setzt mal Torpedos auf ein nicht vorhandenes Ziel rein. Was macht er denn? Schießt er auf die New Orleans? Ja, aus der Luft entdeckt. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Und da haben wir jetzt auch die Gegner entdeckt. Aber ich komme noch nicht drauf. Fubuki setzt den Nebel, bleibt aber nicht drin stehen und jemand anders holt sich hier B. Ja, B ist weg. Da war die Gegnerzerstörer deutlich schneller. Schade. Jo, er hat gleich gut reingehauen. Da ist ganz schön viel hier überall. Ja, und jeder trifft hier. Unser DD ist echt gerade nicht sehr smart in seinen Handeln. Jetzt brennen wir auch noch. Schießen wir aber mal langsam zurück. Und jetzt das zweite Mal, dass ich brenne. Also, wie gesagt, sehr kurios, was hier in dem Spiel passiert. Der DD feuert mal auf irgendjemand. Da kommst echt noch da über die Insel. So, jetzt machen wir mal hier die Flak an. Wenn ich schon keinen Schaden an jemand anders mache, dann will ich wenigstens ein paar Flugzeuge mir cachen. So, endlich kann ich das Feuer stillen. Problem gelöst.
jetzt auf die North Carolina mal so ein bisschen loslegen. Unglaublich, was hier so passiert. Jetzt machen wir mal einfach einen Rauch an. Nebelwerfer gestartet. Schauen wir mal, ob ich hier in guter Manier auftreten kann. Aber es macht keiner hier gerade vorne den Zerstörer auf. Das ist echt ärgerlich, der Verlauf des Spiels. Also jetzt stehe ich zwar schön im Nebel, könnte also auch dementsprechend wirken, aber es gibt keinen, auf den ich schießen kann. So. Die Fubuki geht endlich mal für den anderen Punkt. Wurde jetzt auch mal langsam Zeit. Mein Nebel bringt mir jetzt gerade nichts. Da ist die Maha. Aber so weit weg auf die Distanz, das dürfte nichts werden. So, und wer regt sich da eigentlich so auf bei uns? Die 7er Nagato, aha. Weiß gar nicht, wo gerade das Problem ist. Wir haben einen Punkt sicher, den zwei andere cappen wir gerade. Die New Mexico, die schießt bereitwillig auf mich. Jetzt gehen wir mal auf die New Mexico. Weil sie schießt ja auch auf mich. Und der hintere Turm ist weg. Ein Brand. Geht ja doch noch. So, und jetzt werde ich mich einfach mal hier ein bisschen hinter die Insel kuscheln. Und daher den Punkt einnehmen. Das sollte doch ganz gut gehen. Ich brauche ja das nicht machen, da wo es jeder macht. Und wir sehen, wir sind jetzt hier absolut safe. Haben jetzt hier die besten Hintergründe, den Punkt einzunehmen. Und wenigstens das ging noch ganz gut. So, jetzt erstmal auf die Mogami da schießen. Der bekommt aber mal satten Besuch von den Torpedos. So, und am liebsten würde ich jetzt hier einfach aus dieser Nische weiter schießen. Vielleicht kann ich ja nochmal... Oh, er ist einfach träge bis zum geht nicht mehr. Schon. So, da vorne, der ging noch in die Walachei.
Wieder das gleiche Spiel. Weg ist der Gegner. Oh ja. Jetzt hat er sich für mich entdeckt und interessiert sich auch für mich, wie man sieht. Deswegen, jetzt sollte ich hier definitiv nicht mehr bleiben. So, außerhalb der Reichweite, jetzt komme ich auch nicht mehr drauf. Selbst mit Goodwill ist da nichts mehr zu machen. Aber bisher haben die schon zwei Schiffe mehr verloren als wir. Und noch habe ich ja 6000 Hitpoints. Also von dem her, definitiv noch nicht aller Tage Abend. Unser Team hat die Führung übernommen. Da ist der Flugzeugträger. Und bin wieder offen. In dem Fall würde ich jetzt mich gerne der Pensacola da annehmen. Da komme ich nämlich auch gleich drauf bei dem Kurs. Oder ich kümmere mich um die Mogami. Weil Mogami wird sich jetzt erstmal für unseren Flugzeugträger interessieren. Und dementsprechend kann ich da so vielleicht ein bisschen unterstützend zur Hilfe kommen. Zumindest rein von der Fahrtweise her. Komme ich jetzt mal drauf. Ist natürlich alles von der Distanz her noch nicht so easy. Also wir kommen zwar drauf, aber noch nicht so wirklich schön. Und jetzt interessiert sich die Pensacola auch noch für uns, aber jetzt sind wir da gleich hinter der Insel für die. So, ist alles nicht so easy. Aber wie gesagt, nach wie vor, sein Fokus gilt nur unserem Flugzeugträger. Vielleicht kann ja unser Flugzeugträger da jetzt sich noch ein bisschen selbst absichern. Mit ein paar Torpedo-Hits, schöner Hit. Alle ganz schön knapp. Und von rechts jetzt immer noch die Pensacola. Auf die kann ich mich jetzt wieder nicht konzentrieren, solange ich meinem Flugzeugträger helfen will. Macht er mich auch gleich weg. Jetzt hat er da auch noch Besuch von dem Zerstörer, also dem Flugzeugträger. Den wollen sie jetzt noch, komme was wolle. Ich bin auch der Einzige, der da hinfährt und unterstützen will.
6000 ist alles nicht mehr so wirklich viel. Aber halt auch nicht so wirklich wenig. Unser Sieg ist in Sicht. Aber der Gegner hat jetzt den Fehler gemacht, sich stark auf unseren Flugzeugträger zu konzentrieren und dementsprechend hier ein bisschen sehr eintönig gespielt. Die Lu Yang, die kann mich ganz einfach wegmachen. Dafür hat er die Feuerpower. Locker. Aber er schaut nicht auf mich. Das ist ja schon sehr spannend. Oh, jetzt wird er langsam. Es bremst ab. Hinten ist jetzt die Mogami abgeraucht. Und da auch du weg, der Doppelschlag. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Also von dem her da, auch wenn der Schaden jetzt nicht gut war, aber unterm Strich teamdienlich gespielt. Und da ist jetzt die Pensacola. Die wird mich jetzt natürlich wegmachen. Das dürfte jetzt für die keine Schwierigkeit mehr sein. Ich würde es jetzt gerne wenigstens noch einmal zum Brennen bringen. Genau so. Hat auch schon hier den Brand direkt gelöscht. So, noch 700 HP habe ich. Alles nicht mehr wirklich viel. Ja, und da war ich weg, aber das Spiel ist auch gerade zu Ende gegangen. Und wir haben den Sieg eingefahren und es gab 503.000 Credits raus. Das ist sehr beachtlich. 10.000 Erfahrungen, aber gut, ich habe hier auch den lodernden Himmel gemacht. Deswegen 500 freie Erfahrungen dafür. Und hier nochmal auch dafür 50.000 Kreditpunkte erhalten. Der Doppelschlag und satt freie Erfahrung. Also das war von dem her eine gute Runde. Es waren auch 1912 Basis-XP, obwohl der Schaden jetzt nicht so dramatisch viel war, aber man hat halt gesehen, das teamdienliche Spielen, das Helfen, das Supporten, das Aufdecken und sonstiges hat unterm Strich einfach für viele Erfahrungspunkte gesorgt. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war dann doch zum Schluss nochmal spannender als erwartet. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.